Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute möchte ich mit dir ein paar Labels machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich sie genau mache. Ich hatte mir nur gedacht, ich müsste mal meine Stempel mal wieder benutzen. Und ich habe ja noch so viel von diesem handgemachten Papier, was ich im letzten Sommer tatsächlich gemacht habe. Und ja, da dachte ich, ich verbastel das jetzt mal. Irgendwie kam mir die Idee nach dem letzten Live mit Ines. Und ja, das ist ja jetzt schon auch bisschen her, jetzt wo das Video ausgestrahlt wird, aber ja. Ich habe mir nämlich so Label-Dinger mal gekauft, hier so, wie nennt sich das? Ja, so Rahmen halt, ne? Und ich dachte, eigentlich könnte ich doch hier, wenn das richtig schön angeordnet ist, könnte ich doch eigentlich direkt hier mit diesem Ding so stempeln und verschieden große Label einfach mal machen. Oder? Müsste doch eigentlich gehen. Ich ordne die hier nochmal ein bisschen, dass ich den Platz so gut wie möglich hier auch ausnutze. Und dann probiere ich das gleich mal aus. So. Also in dem letzten Live habe ich keine Labels gemacht, aber ich habe im Nachhinein noch ein paar Reste hier verbastelt und dann hatte ich hier so ein kleines Cluster gemacht. Und dann dachte ich mir, eigentlich sieht das ja ganz schick aus und da könnte man doch auch so Labels draus machen mit Sprüchen. Und deswegen mache ich das heute so. Und dann, ja. Und dann werde ich heute ein Thema aufgreifen, was jetzt schon, wenn dieses Video ausgestrahlt wird, ein paar Tage her ist. Denn es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst oder ob das alle von euch wissen, aber es ist ja nun so, ich arbeite, also ich drehe nicht jede Woche zeitgleich die Videos. Also das heißt, jetzt, wo es ausgestrahlt wird, das Video, ja, das ist schon ein bisschen länger quasi geplant. Das heißt, ich habe das schon vor längerer Zeit aufgenommen. Ja, manchmal ist das dann auch nicht mehr ganz aktuell, was da ist. Und besonders aufgefallen ist mir das, als ich eine Woche vorher ein Video aufgenommen habe, im letzten Monat, und dort über meine Online-Kurse erzählt habe. Und dann, als natürlich eure Kommentare waren und ihr noch so Fragen hattet und so weiter, in der Zeit hatte ich ja auch schon wieder was ganz anderes quasi. Wie sagt man das? Also da hatte ich ja schon was anderes initiiert sozusagen. Ich habe ja in der Zeit von dem Video, wo ich das aufgenommen habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr es gesehen habt, das ist eine gute Woche vergangen. Und in dieser Woche hatte ich mich dann intensiv um dieses Thema nochmal bemüht und gekümmert, sodass ich halt nicht dumm dastehe. So, es gab nämlich, glaube ich, doch ganz schön viele Missverständnisse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Udemy, diese Plattform ist wirklich auch, also ich blicke da bis heute nicht so richtig durch. Es ist wirklich schwer zu verstehen. Deswegen greife ich dieses Thema nochmal auf. Es gab ja so süße Aktionen, da hat mir jemand auch also 10 Euro überwiesen und solche witzigen Geschichten. Leute, also es geht mir nicht darum, dass ich sage, oh mein Gott, ich habe jetzt so wenig Geld verdient. Ich habe genug und ich gebe auch gern. Das ist überhaupt gar kein Ding. Das Geld ist quasi so die dritte Position oder so, ja? Oder vielleicht die vierte. Naja, vielleicht, nee, eher so die dritte Position, worum es eigentlich geht. Also mir geht jetzt speziell, ne? Es mag da andere Leute geben, die das anders sehen, aber ich sehe das so. Und es geht halt darum, dass ich es für alle also anbieten wollte, ohne damit natürlich dann im Nachhinein noch Arbeit zu haben, weil das Bereich, also den Kurs drehen, hochladen, schneiden, was auch immer und auch das Ganze drumherum natürlich, die Aktionen, das überall einfliegen und so weiter. Das kostet alles Zeit, klar, Arbeitszeit und die habe ich investiert und der Kurs ist jetzt online und ich habe ab heute, also ab schon dem Zeitpunkt, wo er online ist, habe ich damit ja keine Arbeit in dem Sinne mehr. Ja, also wenn ihr Fragen im Kurs habt oder so und die stellt, dann ist ja klar, dann werde ich weiterhin mit euch agieren und dann gehört das auch zur Arbeitszeit des Kurses letztendlich. Aber theoretisch ist dann der Kurs erstmal fertig, so. Und natürlich mit der Laufzeit kann sein, dass ich den irgendwann zigmal verkauft habe, ja, sagen wir mal 1000 Mal, ja, um jetzt mal irgendeine Zahl in den Raum zu schmeißen. Aber das dauert dann halt so seine 2, 3 Jahre, bis so viel zusammenkommt, ja. Alles gut, ja, ich bin damit ganz fein. Was halt blöd ist bei dieser Plattform ist, man muss sich entscheiden, entweder macht man das alles auf eigene Kappe, ja, dann wird man aber auch gar nicht so angezeigt. Da muss man schon speziell danach suchen. Und dann gibt es auch nur einen Originalpreis, den man selber festsetzt, so. Man nimmt an keiner Aktion von Udemy teil und gar nichts. Man ist quasi wie so ein, ja, wie so ein Außengeländer, ne? Also man gehört nicht zum inneren Kreis. So. Und es wurde mir halt geraten, an diesem Partnerprogramm bei Udemy teilzunehmen, weil das ja das Konzept von Udemy ist. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass die meinen Preis komplett ignorieren, egal ob mein Couponpreis oder mein Originalpreis. Die haben alles ignoriert und ihr eigenes Ding mit meinem Kurs gemacht.
Und das war das, was mich so erschreckt hat, weil am Ende ist für mich so gut wie nichts übrig geblieben. Ja, also mit einem Abzug, das war das, was ich gesagt habe. Die haben den zum sehr günstigen Preis verkauft und ich am Ende habe ich pro Kurs, der dann darüber verkauft wurde, tatsächlich nur 3 Euro bekommen. So. Bei den Kursen, wo ich selber meinen Code und so weiter und dies und das, komme ich mit 15 Euro raus. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ne, von der Preisspanne. Heißt, wenn ich dann am Ende, also das ist alles brutto, ne? Ich muss das noch Einkommensteuer, bei der Einkommensteuer angeben. Das wird mir also noch als Einkommen gerechnet, das wird nochmal versteuert. Aber jetzt mal nur, um eine Zahl zu haben. Viele von euch sind dann nach diesem Video quasi bei Udemy rein und haben meinen Kurs gesehen für 70 Euro, also 69,90, glaube ich, so. Ich hatte ja gesagt, der Kurs soll 80 Euro kosten. So war der Ablauf. Dann habe ich das hochgeladen und den Preis festgesetzt für 80 Euro und habe mich in dieses Partnerprogramm eingeschrieben, weil mir geraten wurde, man macht da dran teil, weil das ist halt Konzept von Udemy. Ich dachte, okay, machst du mal. So. Meinen 80-Euro-Preis haben die komplett ignoriert. Die haben den Kurs dann für 40 Euro überall ausgespielt als Originalpreis, was ja schon für mich total verwirrend war und wahrscheinlich für jeden, der damit gerechnet hat, irgendwo 80 Euro zu finden. Das gab es nie für 80 Euro, ja, was ich schon mal ein Unding finde, dass die mir sagen, ich soll einen Preis festsetzen, dann setze ich einen Preis fest und dann ignorieren die den einfach, ja, und machen ihren eigenen Preis. Das war mir gar nicht bewusst vorher, so. Und dann hatte ich mir überlegt, ich mache, weil, klar, ich habe ja schon viel dazu gesagt, warum ich den für 20 Euro raushauen möchte und weil das für mich okay ist und damit kann ich gut leben und das ist alles supi-dupi, ja? So, und dann hatte ich halt diesen Preis gemacht. Jetzt bastel ich wieder gar nicht, ne? Ja, weil ich so erzähle, weil das so emotional ist ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wenn ich euch einen Rabattcode gebe und der dann für 20 Euro verkauft wird, was am Ende für mich 15 bedeutet, ja, brutto, dann ist das für mich absolut fein und dann bin ich damit im Reinen, weil 80 Euro kann sich halt eben nicht jeder leisten. So. Und wie gesagt, er war erstens nie für 80 Euro drin, was ich schon überhaupt nicht verstanden habe. Und dann war es so, ich habe euch den Coupon geschickt und 2 Tage später oder sowas sehe ich plötzlich in dieser Abrechnung, ja, weil man kann ja immer gucken, wenn man dann Einschreibungen hat, kann man ja auch gucken, ne, wie viel man am Ende dann auch ausgezahlt bekommt. Das wird ja dann schon verrechnet. Da kann man so einen Umsatzbericht sehen. So, und dann gucke ich da rein und denke mir, wieso habe ich für einen Kurs, den ich verkauft habe, nur 3 Euro bekommen? Das war für mich absolut unverständlich. Ja, also es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie nur 3 Euro für einen 20-Euro-Kurs bekomme. So, und dann habe ich aber festgestellt, erst im Nachhinein, dass Udemy zu dieser Zeit gerade eine mega Promotion gemacht hat, und das machen die ja öfter, dass die alle Kurse für 10 Euro, also 9,99 Euro oder so, oder du kriegst einen Rabattcode 90% auf jeden Kurs. Also alle, die an diesem Partnerprogramm teilnehmen, sind dann mit im Pott. Und du kannst dich nicht dagegen, also du kannst nichts machen. Es ist halt so, wie es ist. Und wenn man dann über diese Udemy-Werbung kauft, bleibt für mich am Ende nur 3 Euro übrig. Ja? Und es ist so, ich wusste nämlich auch nicht, dass mein Originalpreis, den ich reingesetzt habe, was ja eh schon ignoriert wurde, dass der dann auch für diese 10 Euro drin ist. Das heißt, ihr hattet von mir 2 Links, einmal auf meiner Webseite zum Beispiel und einmal im Newsletter. Ich dachte, das wäre der gleiche Link mit dem Promocode. Ja, Pustekuchen. Ich habe sogar selber für 10 Euro dann nachher den Kurs gehabt und mit dem Rabattcode für 20. Versteht ihr mein Problem? Das war richtig behämmert. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass jetzt einige 10 Euro bezahlen. Das ist ja super unfair den Leuten gegenüber, die über meinen Rabattcode gehen und dann am Ende das Doppelte bezahlen. Das klingt jetzt fies, ne? Es ist aber so gewesen. Und ich saß davor und habe gedacht, nee, das geht so nicht. Also es soll für alle vor allem fair und gleich sein. Und es kann nicht sein, dass ich am Ende 3 Euro bekomme. Das war so dieser ganze Hintergrund. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr damit verwirrt, weil ich wollte euch auch gar kein schlechtes Gewissen oder sowas machen. Null, null, null nichtig. Nein, ihr sollt diesen Kurs einfach genießen und Spaß damit haben und gut ist. Und es ist auch absolut okay, wenn ihr den für 10 Euro gekauft habt, ja? Und wenn das über meinen zum Beispiel Website-Link gegangen ist, dann habe ich sogar nicht 3, sondern 6 Euro, nee, oder sogar 7 Euro dafür bekommen. Also selbst da ist ein Riesenunterschied. Also einige von euch, die für 10 Euro gekauft haben, ja, da habe ich trotzdem noch 7 Euro für bekommen. Aber einige, die über diesen Udemy-Code, weil sie über Udemy vielleicht gesucht haben oder über 3 Ecken irgendwie über Udemy gekommen sind, was auch immer, ja, rumgestöbert haben, dann wieder zurück in meinen Kurs oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie das genau zustande kommt.
da habe ich tatsächlich nur 3 Euro bekommen. Dementsprechend ist natürlich die Marge nach, also jetzt aktuell heute, sind es 30 Einschreibungen. Bei dir jetzt, wo du das Video guckst, sind es vielleicht schon mehr, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wenn dann eben so ein Drittel nur für 3 Euro, das ist natürlich dann, das mindert meinen Stundenlohn, ja, extrem, ja, gut. Aber schwamm drüber, du brauchst dich deswegen nicht schlecht fühlen, um Gottes Willen. Und wenn ich den selber mal für 10 Euro raushaue, dann habe ich mir das vorher schon gut überlegt, ja. Denn aktueller Stand, heute jetzt, wo du das Video guckst und auch heute, wo ich dieses Video aufnehme tatsächlich, nur um das zu betonen, ist es so, ich habe mich aus diesem Partnerprogramm rausgenommen. Ich mache da nicht mehr mit. Ja, also das geht. Das machen irgendwie nur 5% der Leute, die auf Udemy anbieten. Aber ich habe mir gedacht, ich muss jetzt nicht unbedingt von Udemy Werbung haben, wenn die am Ende meinen Kurs wirklich verschenken. Also für mich ist 3 Euro verschenkt, ganz ehrlich. Ne? Das war das, was ich damit sagen wollte. Und wenn ich was verschenken möchte, mache ich das selber. Ja? Und dann kann ich auch was verschenken. Zum Beispiel, wenn ich den verlose, vielleicht mal bei, keine Ahnung, den nächsten Abonnenten. Irgendwie, wenn ich dann irgendwas knacke, dann kann ich auch mal so einen Kurs verlosen. Ja, für 0 Euro, das geht auch. Also das geht schon alles, nur... Wisst ihr, ich habe selber nicht durchgestiegen. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe selber, egal auf welchen Link ich gedrückt habe, wo ich reingegangen bin, hatte ich jedes Mal einen anderen Preis da stehen. Und am Ende, weißt du, kommst du dir vor wie ein Esel vorm Berge. So nach dem Motto, ja, ich erzähle euch was von, mein Kurs kostet eigentlich 80, aber ich möchte ihn euch für 20 Euro anbieten. Und am Ende macht Udemy so ein Kuddelmuddel, dass sich doch jeder Kunde total verarscht vorkommt. Und vor allem ich komme mir auch total verarscht vor, ja. Das war eigentlich der ganze Hintergrund dabei. So, jetzt habe ich aber genug geplaudert von dem Scheiß. So, also, ab jetzt, in Zukunft, egal was, wenn du meinen Kurs kaufen möchtest und du gehst über Udemy, wird er zum Originalpreis da stehen. Und ich habe diesen Preis schon angepasst. Ich bin runtergegangen mit dem Preis, weil ich ihn nicht so teuer anbieten kann, einfach so auf Udemy, dann geht der komplett, dann wird der quasi komplett, wird der untergehen. Ich werde ihn überhaupt nicht verkaufen. Ja, ich bin da Realist. Deswegen bin ich mit dem Originalpreis schon mal runtergegangen. Für die Leute, die über Udemy demnächst kaufen, die werden immer den Originalpreis sehen. So, aber alle, die meinen Newsletter abonnieren oder die meine Aquarellvideos gucken darunter oder auch bei meinen Bastelvideos, je nachdem, ob gerade ein aktueller Promocode ist, ja, werde ich euch Gutscheine und Rabattcodes natürlich mit euch teilen. Ja, das heißt also, ihr müsst ihn, ihr jetzt hier, wie ihr mir zuguckt, müsst ihn definitiv nicht zum Originalpreis kaufen. Ihr könnt warten, entweder auf den nächsten Newsletter oder gucken auf meiner Website. Ich werde dort auch immer die aktuellen Promocodes einpflegen. Das heißt, ihr müsst nie den Originalpreis bezahlen. Weil, warum, hatte ich schon gesagt in einem anderen Video, wo es mir darum ging, überhaupt darüber zu sprechen, warum er überhaupt so günstig ist, ja? Also, kein Stress jetzt. So, ich will mich jetzt erstmal von dem Thema befreien, weil ich möchte ja schon quasi, ich arbeite ja schon quasi am nächsten Kurs und möchte ihn genauso da anbieten und ich werde es auch anbieten, nur diesmal ohne Partnerprogramm. Also, keine Probleme mehr. Alles ist schön und ich hoffe, dass das alles gut sein wird. Und bitte, bitte, seid so lieb, fühlt euch nicht schlecht, sonst fühle ich mich schlecht. Das ist so ein, ne? Es ist alles jetzt gut und alles geklärt und wir starten in den nächsten Kurs auch voller Spaß und so. Und das ist absolut okay, du kannst ihn für den Preis kaufen, wie du den dann gerade da siehst. Weil, wie gesagt, dieses Risiko mit diesem Udemy, die unterbieten mich und was weiß ich nicht alles und grätschen mir da mit ihrem Promocode zwischen und sowas, das wird es für mich nicht mehr geben. Ich habe mich davon abgemeldet und das bleibt jetzt auch so. So, das wollte ich jetzt nur sagen. Jetzt machen wir Labels. Verdammt, Leute. Tut mir so leid, dass ich euch so vollfasel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt interessiert. Das ist ja noch das andere, ne? Ich rede ja einfach nur. Nach dem Motto ist, ich quatsch mir einfach alles von der Seele, was mich hier so bewegt in meinem täglichen Schaffen. Und jetzt färben wir erstmal die ganzen Rahmen hier ein. Erstmal gucken. Ich mache das jetzt mal so rum, weil ich will das ja nachher dann umdrehen und ich sehe schon, ich saue total rum. Ich habe das auch noch nicht ausprobiert, wie du siehst. Der ist also ganz jungfräulich neu und sonst was. Es muss auch vielleicht gar nicht so viel Stempelfarbe drauf verteilt sein, weil das Schöne ist, ja, der sieht dann so ein bisschen, vielleicht wenn der nicht ganz abgestempelt ist, so ein bisschen Vintage aus. So, das heißt also, wir legen das jetzt hier einmal auf. Ich hoffe, dass ich das gut treffe hier. Jetzt nichts mehr anfassen und runterdrücken. So, und dann hoffen wir, dass es alles gut geworden ist. So, ich gehe jetzt einfach mal die ganzen Rahmen einmal noch mal kurz ab. Eigentlich ist das auch eine gute Idee, wenn man so einen Kunststoff hat und so andere Silikonstempel so mit Rahmen, dass man die auch so aufeinandersetzen kann und dann so mehrere auf einmal macht. Das ist jetzt hier so ein bisschen
Massenproduktion, würde ich sagen. Ja, hier bin ich natürlich da ein bisschen blöd, weil es halt knapp, ne, sehr knapp. Muss ich gleich mal gucken, wenn ich das hier aufsetze, ob das dann doch, das müsste passen. Wir machen jetzt einfach zwei Stück. Ich meine, das ist so ein Scrapbook-Papier aus dem Günstigladen hier. Irgendwie, ich weiß, glaube ich, gar nicht, Teddy oder so. Ha, da muss ich euch mal was erzählen. Ich hatte von meinem Cousin, die Tochter, für die hatte ich ein Bild gemalt von ihrem Hund in Aquarell. Und ja, das wollte ich, hat erstmal ewig gedauert, weil sowas dauert echt voll ewig bei mir. Ich habe es aber dann irgendwann endlich fertig bekommen und dann wollte ich ihr das schenken zu Weihnachten. Und die wohnen in Polen. Und ja, dann hatte ich das zwei Wochen, ich glaube irgendwie am 10., 12., irgendwie so hatte ich das im Dezember losgeschickt. Als Päckchen, nicht? Und weil ich hatte noch ein bisschen Süßkram mit reingepackt und sowas. Ja, auf jeden Fall ja, hatte ich dann dieses Aquarellbild quasi zu Weihnachten, wollte ich ihr das schenken. So, und dann schicke ich das ab und dann stehe ich in der Post und oh shit. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd geworden. Ja, das Papier, also auf dem normalen Scrapbook-Papier hätte das jetzt gepasst. Hier fehlen mir diese paar Millimeter. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber macht nichts. Machen wir trotzdem was Schönes draus. So, und dann habe ich bei der Post das Paket dann abgegeben. Und ihr werdet ja nicht glauben, was so ein normales Paket kostet. Ne, das kostet dann mal 20 Euro. 20 Euro nach Polen, ja. Wo ich mir dann immer denke, also ganz ehrlich, was ist denn jetzt eigentlich der Vorteil für uns Bürger an der EU? Ja, wohl nichts, ne? Also selbst wenn wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, gerade hier so mit Österreich und Lieferung und tralala. Es ist doch einfach eine Frechheit. Es ist doch einfach eine Frechheit, wie teuer das ist, ne? Naja gut, auf jeden Fall 20 Euro. Und ich überlege gerade, was besser aussieht. Ob mit ein bisschen Rand geschnitten oder ohne. Ich glaube, das ist vielleicht sogar fast egal. Was meint ihr? Das sieht doch ganz nett aus. Ja, 20 Euro hat das gekostet. So. Und dann klingelt die Post vor ein paar Tagen. Und ist das Päckchen zurückgekommen. Von wegen Annahme verweigert. Weil wahrscheinlich einer natürlich mal wieder meine Schrift nicht lesen konnte. Ich darf halt auch nichts mehr schön schreiben, ne? Ich muss alles in Druckbuchstaben am besten ausdrucken oder sowas. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Es wurde auf jeden Fall nicht zugestellt. Und es hat tatsächlich, ist es jetzt über einen Monat unterwegs gewesen, um dann zurückzukommen. Und wisst ihr, was das Geilste an der ganzen Aktion ist? Also mein armer DHL-Postbote, den ich hier echt gern habe, das ist echt ein ganz lieber, der stand schon mit einem schlechten Gewissen vor meiner Tür, guckte mich an und sagt, es ist wiedergekommen. Ich sag, oh, und dabei war es nicht. Ich musste sogar noch 10 Euro dafür bezahlen. 10 Euro für diese Retour, ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Dieses Päckchen hat mich jetzt 30 Euro gekostet. Ganz ehrlich, für die Kohle, Alter, fliege ich nach Polen. Das ist doch unglaublich, oder? Ey, ehrlich, da kriegst du doch die Krise. Ja, ja. Gut, ich werde das Päckchen dann zur Seite packen und werde das dann entweder selber hinfahren, tatsächlich irgendwie urlaubstechnisch oder so, oder ich werde es jemandem aus der Family mitgeben, der dieses Jahr hinfährt. Die sollen das dann doch bitte mal für mich abgeben. Das ist also ist nicht, dass mir das nochmal passiert. Dann habe ich 60 Euro abgegeben und es ist immer noch nicht da. Also das ist echt unglaublich, ne? Unglaublich, dass ich dafür noch Geld bezahlen muss, wenn es zurückkommt. Da war ich wirklich mehr als schockiert. Ach, ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich muss wirklich sagen, ne, dadurch, dass ich ja auch einen festen Job habe und auch nicht so schlecht bezahlt werde, wie immer alle sagen, dass Krankenschwestern schlecht bezahlt werden. Also da, wo ich arbeite, werde ich nicht schlecht bezahlt. Sonst würde ich da auch nicht mehr arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt vergleichbar schlechtere Bezahlung, das auf jeden Fall. Besonders in diesem TÖVD ist das, glaube ich, oder sowas. Dieses hier städtisch oder was es da ist. Aber die bezahlen wirklich beschissen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, vergleichbare Arbeiter irgendwie gleich 500 Euro weniger zu haben, das ist schon heftig. Ne? Also da finde ich, ist es tatsächlich so, Pflegekräfte brauchen mehr Geld, also sollten mehr Geld bekommen, auf jeden Fall. Aber ich selber persönlich, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin lecker zufrieden.
So. Also das Geld, das ist nicht, was mir wehtut. Aber diese Dreistigkeit, wenn ich mir überlege, andere Leute, ja, die vielleicht nicht so viel Geld haben, Alter, und die dann plötzlich dann wieder so eine Rechnung haben, ne? Also, echt. Ich verstehe es nicht. Du kannst ja auch übertreiben. Vor allem, wie gesagt, ne? Alles EU. Und das Einzige, was geteilt wird, ist scheinbar irgendwie die Schulden. Und alles andere kostet so, als wäre es eben keine EU. Ich meine, so ein Päckchen nach England ist, glaube ich, genauso teuer. Und die sind ja auch nicht mehr drin. Naja. Ach ja. Gut. Zumindest ist es nicht verloren gegangen. Also sehen wir es positiv. Es ist noch da. Und irgendwann wird es auch ankommen. Irgendwie. Und das Ärgerlichste daran ist ja tatsächlich, dass meine Freundin ist ja in der Zeit tatsächlich auch nach Polen gefahren. Und ich hatte das aber zu spät erfahren. Und die kommt aus dem gleichen Ort wie ich. Das heißt, die hätte das tatsächlich dort vorbeibringen können. Ne? Das ist eigentlich das Ärgerlichste an der ganzen Sache. Ja. Naja. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich zu erzählen habe hier. Eigentlich wollte ich gar nicht meckern. Das sollte ein lustiges Video werden. So. Ja, mein Drucker hat sich ja verabschiedet. Auch wieder so eine Sache, ne? Der hat ja blöde weiße Streifen gemacht. Also ich hätte mein Shop-Update zugemacht. Ihr habt bestellt. Ich habe den Shop geschlossen. Also für Hand gemacht ist jetzt, ja? Und fange an zu drucken, hatte ein paar Papiere fertig und auf einmal fängt er an, weiße Streifen zu drucken. Ich denke mir, was ist damit los? Ja, dann haben wir dann hier eine, so eine Aktion quasi den Drucker auseinandergebaut. Was relativ einfach ging eigentlich. Das Zusammensetzen war ein bisschen tricky, aber wir haben den Fehler leider nicht gefunden. Und jetzt habe ich sogar noch das Problem, dass er nur noch schwarz-weiß ausdruckt. Und die weißen Streifen sind immer noch drin. Ja, also Drucker kaputt und festgestellt, gut, stellen wir in den Keller, ist vielleicht ein Ersatzteillager für irgendwas und ja, jetzt musste ich einen neuen bestellen. Und natürlich gibt es den Drucker, den ich jetzt habe, nicht mehr. Das bedeutet, den Toner, den ich jetzt erst vor kurzer Zeit gekauft habe, nämlich für das Shop-Update, damit ich auch genug Toner da habe, wenn ihr bestellt, ja, der ist jetzt quasi umsonst gekauft, weil meinen Drucker gibt es so nicht mehr. Musste ich feststellen. Es ist einfach nur, es ist so geil, ne? So, meinen Drucker gibt es nicht mehr und wir mussten halt auf einen anderen zurückgreifen und ja. Da passt der Toner natürlich nicht, ist ja klar. Das wäre ja auch ein Ding, wenn es passen würde, ne? Obwohl das von der gleichen Firma ist und eigentlich der Nachfolger, gibt es jetzt komplette neue Kartuschen. Die Kartuschen, die ich habe, passen nicht. Leider. Das heißt also, auch da habe ich die Kohle in den Sand gesetzt, weil ich habe nämlich geguckt bei eBay. Da bin ich vorher auch nicht drauf gekommen. Da hätte man die Toner wesentlich günstiger kaufen können, als das, was ich dafür bezahlt habe. Was natürlich auch schon wieder... Oh, also ich weiß, dieses Jahr fängt nur mit Kosten an. Ich hoffe, das endet nicht auch so. Naja. Aber meckern wir mal nie weiter rum, ne? So, also, ich habe mir mein handgemachtes Papier aus dem letzten Sommer, genau, hatte ich das schon erwähnt, ja. Das Video findet ihr, ich werde es auch verlinken, hier irgendwo noch. Ich werde hiervon einfach ein paar Sachen raus mir klein machen und dann werde ich daraus eine Collage machen. So, und wenn du Collagen machst, ist es ja immer ganz gut, wenn du... ich sag mal, neutrales Papier und interessantes Papier hast, ja, also so, und dann immer so ein bisschen vielleicht im Wechsel und da kannst du entweder mit Strukturen spielen oder mit Farben. Das geht eigentlich immer ganz gut. Jetzt muss ich gerade einmal gucken, wo ist denn mein Buch mit meinen Seiten hier? Ja, wo ist denn mein kleines Büchlein hier, das ich immer so gern auseinandernehme? Mal, mal finden. Nee, das war es nicht. Ich habe nämlich so... Das ist auch so ein Buch, das hat hier einen Wasserschaden. Da habe ich jetzt mal so gar keine Skrupel, das zu verbasteln. Aber die Seiten sind so dünn. Mensch, wo ist denn das Buch hin? Da ist es doch. Ja. Ich habe hier unten in der Schublade nämlich so ein paar Bücher rumfliegen. Mit altdeutscher Schrift. Das sieht ja doch immer am coolsten aus, ne? Ja, guck mal, hier habe ich auch noch ein bisschen... Vielleicht nehmen wir sogar noch davon. Das ist ein Original, das ist schon so zerfleddert. Das können wir eigentlich jetzt auch mal benutzen, ne? So. Genau.
So, und jetzt gucke ich gerade einmal. Ich werde mir das einfach mal so ein bisschen aufteilen, hier ein bisschen reißen, damit das hier überall so reinpasst. Warte mal, machen jetzt hier Mengenproduktion. Wie heißt das? Massenproduktion. Auf Vorrat basteln, sage ich einmal gerne. Dann haben wir schöne Labels. Und das Schöne ist an diesen Labels, du siehst ja von der, zum Beispiel das hier, das kann man ja super als Pocket auch nehmen, ne? Und auch das hier so Tack, wie heißt das hier, Tackspots, diese in der Ecke so einfach reinkleben, dass man was so dahinter stecken kann, ne? Also dafür finde ich die ganz cool, so Labels. So. Genau. So, ich hoffe, du kannst das alles gut sehen. Dann machen wir hier so ein bisschen und dann bereite ich mir das hier sozusagen vor. Ich nehme mir einfach ein bisschen was von dem Papier und gucke, wo das ganz gut hinpasst. Es muss ja auch nicht unbedingt in den Rahmen passen. Es kann ruhig auch ein bisschen drüber hinweg gucken. Das ist halt Geschmackssache, wie man es denn gerne dann hat. Was habe ich denn hier noch? Das sind diese 3D-Dinger. Kann man ja... Ach, hier kann man... Guck mal, das Papier, ja, weil das ist handgemachtes Papier. Das reißt sich quasi eh schon von alleine. So ein bisschen kaputt. Das wären jetzt so interessantere Papiere ein bisschen. Muss man halt gucken, wo was genau hinpasst. Ruhig mal ein bisschen kleiner machen, das Ganze hier. So, was du so da hast, ne? Wo ist denn jetzt meine Kiste mit meinem... Da hinten. Braucht man meine Kiste mit meinem Resten. Also, da ist nämlich eine Restekiste, habe ich nämlich auch noch hier zum Beispiel. Das ist auch noch ganz schön. Dieses, was so aussieht wie... wie gestrickt. Ja, muss ich mal gucken. Mache ich gleich noch. So, dann nehmen wir hiervon noch ein bisschen von dem Papier. Und dann nehmen wir hier aus dem Buch natürlich noch mal ein bisschen was. Da reiße ich jetzt einfach mal stumpf ein paar Seiten aus. Und dann gucken wir gleich mal zusammen hier. Also, ich werde das ein bisschen so machen, wie ich das auf dem, auf diesem kleinen Ding hier gemacht habe. So. Das ist halt noch nicht fertig. Ich hatte das einfach hier so einfach zusammengetackert. Und ja, ich hatte noch keine konkrete Idee, was ich da so genau draus mache, aber ich denke, so ein bisschen nebenbei hier wieder so, ja, diese ganz einfachen Dinge mal immer mal wieder basteln, ne? Das macht schon Spaß. Das habe ich letztens noch wieder so gedacht, Mensch, hast du auch schon alles so lange nicht mehr gemacht, ne? Das sind so einfache Sachen, aber die haben halt eine große Wirkung, vor allem im Journal. Und wenn man dann so ein bisschen was auf Vorrat hat, ist ja auch nicht schlecht. Dann kann man dann immer, wenn man dann mal ein Journal hat und vielleicht was Schnelleres braucht oder mal so gerade, dass man dann darauf zurückgreifen kann, auf die Sachen. So. Mal gerade einmal schauen. Hier vielleicht. Das ist ein bisschen kleiner. Also einfach so Schnipsel, ne? Schnipsel hier, Schnipsel da. So, und so fassen wir das hier einfach mal zusammen. So. Also, ich würde jetzt hier, also wir haben jetzt erstmal schlicht, haben wir jetzt den Hintergrund. Dann kommt ein Buchpapier drauf. Das hat zwar ein bisschen Text, aber es ist immer noch, also ich würde es jetzt immer noch als schlicht bezeichnen. Ja, es ist ein bisschen schlichteres Papier. So gut für den Hintergrund. Sowas muss eigentlich nie in den Vordergrund. Es ist immer so eher als Hintergrund gedacht. Und dann ist das auch fein. So, jetzt die ganzen Schnipsel hier verteilt. Achso, Musikpapier wollte ich ja noch nehmen. Ja, gucken wir mal, ob wir das auf beides drauf machen oder nur auf das eine. So, ich bin ja, ich tendiere immer dazu, das alles von links aufzubauen. Wahrscheinlich, weil ich Rechtshänder bin. Ich weiß es nicht. Und das genau zusammenhängt. Aber was ich auch noch machen könnte, wäre ja hier zum Beispiel auch so diese länglichen Sachen. Da könnte man auch zwei Schnipsel machen. Ne? Links und rechts. Ne? So zum Beispiel. Und dann nachher aufbauen. Übereinander. Ja, ich überlege gerade, ob ich das nicht doch ein bisschen, diese Buchstaben hier runternehme. Und eher so ein bisschen mit Weiß arbeite. Mit verschiedenen Weiß... Strukturen. Ich habe nämlich zwei davon tatsächlich gemacht, weil die gefallen mir ganz gut. Und dann kann man das hier nämlich hier vielleicht so.
Also ich liebe Collagen, ne? Das ist immer so schnell gemacht. Und vor allem jetzt hier auch gerade so kleine Sachen, ne? So einfache Sachen einfach, ne? Das ist hier eigentlich schon fast dafür, schon fast zu groß. Ne? Würde ich jetzt wirklich nur so ein bisschen machen. So. Mal oben, mal unten, mal links, mal rechts. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Da machen wir jetzt auch noch ein Eckchen drin. Kann auch einfach nur ein Streifen sein. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. So, und dann überlegen wir uns, was da so drauf kann. Da würde ich jetzt wieder was Neutrales nehmen, aber vielleicht auch ein bisschen was Farbiges. Und da habe ich mir überlegt, da würde eventuell so ein handgemachtes Papier in Farbe passen. Da müsste man nur gucken, wie viel ich überhaupt von was noch habe. Weil so viel habe ich davon nicht mehr. Gucken wir einfach mal, wie wir das so zusammenreißen können, dass es nachher passt. Kann man auch mal hochkant machen. Oder halt eben in Streifen. So. Vielleicht ist das sogar schon zu groß. Könnte auch zwei machen. Ne, zwei ist vielleicht auch blöd. Machen wir hier. Und da. Muss man gerade gucken, ob ich noch irgendwo. Hier habe ich noch ein bisschen rosa. Rosa ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Kann man auch benutzen. Ich müsste mir neues Papier machen. Das Problem ist halt, es trocknet gerade im Moment so schlecht. Ne? Bei Wind und Wetter. Hier haben wir noch ein bisschen was Beiges. Aber beige finde ich zu langweilig, weil die Buchseiten auch schon beige sind. Das will ich jetzt nicht nehmen. So, dieses Quietsch-Orange mag ich nicht. Habe ich denn hier noch mehr irgendwo von diesem handgemachten Papier? Ne, muss ich doch mal hinter mich greifen. Mal gucken, was haben wir hier noch für. Das sind blaue. Mal gerade einmal schauen. Vielleicht dieses hier. Das ist doch so relativ neutral noch. Ja, und das sieht doch auch ganz nett aus. Rosa wäre jetzt. Wo habe ich den? Hatte ich nicht noch irgendwo? Es könnte sein, dass ich das hier in meinem Mäppchen hier drin noch habe. Ein bisschen was. Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, da waren die nicht. Nee, da sind auch keine mehr. Nee, nur noch Rahmen. Ja, nee. Diese Mäppchen, die habe ich mal Dings gebaut. Gibt es ein Video zu im Staffellauf von der Gudrun. Da habe ich die gebaut, falls du das mal nachbauen möchtest. Verlinke ich dir auch. Was wollte ich dir noch verlinken? Nee, was wollte ich dir? Ach ja, handgemachtes Papier. Weißt du was? Ich schreibe mir das jetzt nochmal hier kurz auf den Zettel. Ich vergesse das sonst nachher wieder. Also, handgemacht. Und Staffellauf. Ich verlinke das am Ende von diesem Video. Also ich werde jetzt nicht noch suchen, an welcher Stelle ich das jetzt hier gesagt habe, weil das ist immer so ein bisschen tricky, das zu finden, weil der lädt dann immer das Video jedes Mal neu und das dauert ewig. Und manchmal stürzt er dann ganz ab. Das ist dann echt nervig. Deswegen, also am Ende des Videos verlinke ich dir diese Sachen so peu à peu und wenn du gezielt was suchst, immer so in der Beschreibung, wenn du auf mehr klickst, ja, dann öffnet sich ja dieses Ganze mit der Beschreibung, bla bla bla. Und wenn du ganz runter scrollst, dann sind da alle verlinkten Inhalte auch, beziehungsweise es ist an der Seite, also je nachdem von welchem Gerät aus du YouTube guckst. Ja, das findet sich eigentlich relativ schnell. Und alles, was ich da verlinkt habe, worüber ich so gesprochen habe, das packe ich alles immer da rein, weil dann findest du das auch jedes Mal wieder. Ja, ich finde, das sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. So, irgendwie muss ich gerade mal meine Nase putzen. So ein bisschen. So, jetzt fehlt mir da so ein bisschen... hintergrundtechnisch ist mir das noch ein bisschen zu wenig bei dem Label. Ich würde da gerne noch ein bisschen mehr machen. Oder, wenn wir nicht mehr machen, dann müssen wir es auf jeden Fall irgendwie inken. Also, das Erste, was ich inken würde, definitiv, das sind die Papiere hier. Ich werde das alles mal so ein bisschen noch schieben.
damit ich das hier so ein bisschen, also du siehst das jetzt gleich hier nicht alles, aber das werden wir schon dann zusammen trotzdem hinkriegen. Und zwar werde ich das jetzt so machen, dass ich jetzt auch hier hinter so ein bisschen noch stempel. Also ich behalte mir das hier zusammen, was ich mir zusammengelegt habe, damit ich weiß, dass es zusammengehört. Und dann werde ich jetzt hier gucken, ich denke mal, so ein paar Sprenkel wären nicht schlecht. Ich habe ja hier so ein Sprenkelino, hier so ein paar Pünktchen. Das gibt dem Ganzen ein bisschen eine interessantere Struktur. Ne? Und so kann man dann so verschiedene Stempel, wenn man die hat, mit so verschiedenen Strukturen, kann man die dann da drunter packen. So, dann nehmen wir einmal ein bisschen Ink. Und dann inken wir das Ganze hier ein bisschen. So, das sieht schon ganz schön aus. Und das hier kann man auch so ein bisschen machen. Man könnte es auch in der gleichen Farbe machen, jetzt irgendwie so mit einem Blauton oder so. Ich finde, also mit Vintage-Foto kann man ja auch nichts verkehrt machen. Ne? So, das Weiße würde ich vielleicht tatsächlich weiß lassen, habe ich gerade so gedacht. Und, ach, was wir überall noch drauf machen, definitiv, das ist irgendwie ein Stück Stoff oder sowas. Oder so ein, hier so ein, wie heißt das Zeug? Dieser vom Verband, Verbandszeugsstoff. Aber wo habe ich den? Oder Spitze. Spitze ist auch eine schöne Idee. So ein Band vielleicht. Das passt nicht. Das ist ein bisschen zu grell. Dann hätten wir ja noch dieses Klebeding. Das sieht man auch irgendwie gar nicht. Das hier wäre auch noch nett. Das könnte man nehmen. Das ist so ein bisschen Naturfarben. Das gibt dem Ganzen auch ein bisschen was Interessantes. Vielleicht nehmen wir das. Und dann habe ich hier noch einen anderen Stoff. Was habe ich denn hier? Das sind Bänder noch. Nee, ich dachte da eher tatsächlich an etwas eher wie Stoff. Dann haben wir hier noch vielleicht was. Spitze. Spitze und Stoff. So, jetzt gucke ich hier mal in meine Kiste. Und da habe ich nämlich hier noch so ein altes verfärbtes Dings, was ich ja auch mal in meinem Shop hatte. Und dann haben wir noch Bänder. Warte mal, ich muss mal ein Stückchen hier erstmal abschneiden. Das ist komplett verfärbt. Aber ist ja auch ganz gut so. Da kann man ein bisschen was draus machen. Jetzt gucke ich, was ich hier noch so habe. Hier habe ich eins, das ist weniger verfärbt. Das, auch das Verfärbte finde ich eigentlich ganz schick. Dann habe ich hier tatsächlich noch so eins. Das ist ein bisschen mit so einem, weiß ich auch nicht, was das ist. Ja, das ist ein bisschen schwieriger zu befestigen. So eins habe ich hier auch noch, so einen Rest. Sehr, sehr weiß, ne? Aber kann man ja mal testen, wie das gleich aussieht. Dann habe ich hier noch ein bisschen rosa und rot. Das sind gekaufte Bänder. Dieses gefällt mir gut, diese Aprikotfarbe. Davon könnte man vielleicht auch was benutzen. Da schneide ich mir jetzt auch einfach ein Stück ab. Kommt dann in mein Restebeutelchen. Na, guck mal, und hier habe ich auch noch ein bisschen was. Dieses hier zum Beispiel, das sieht doch auch ganz gut aus. Das kann man auch mal aufmachen. Ich habe gerade die Nadel hier raus. Aufpassen, dass ich mich nie aufspieße. So. Und wieder festklemmen. Zack. Gut. Ich glaube, das reicht dann erstmal, was sowas angeht. Eine kleine Stoffkiste erstmal weg. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, guck mal, hier hätte ich ja auch noch ein bisschen von dem Papier gehabt. Das sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Na, jetzt habe ich schon so viel gerissen. Jetzt lassen wir es dabei. So. Dann machen wir das hier mal ab. Huch. Dann gucken wir gleich mal, wie wir das fein machen. Oh, das werden aber viele schöne kleine Sachen. Das gefällt mir gut. So, dann machen wir das dickere, machen wir auf die größeren. Einfach so drauf. Ne, kann man ja mal so. Obwohl das hier ist schon fast zu groß. Würde ich tatsächlich dieses hier nehmen, ist besser. Dann kann ich das hier auch noch mal zerschnippeln. Zack. Dann nehmen wir davon auch nur die Hälfte. Zack. So, das ist erstmal gut. Dann wollte ich von dem Jute-Zeug. Gucken wir mal.
wie man das hier zusammenfassen kann, dass das nett aussieht. Da würde ich ja vielleicht sogar so machen. Ne? Nur so kleine Teilchen. Ja, bei dem hier wird es, glaube ich, überladen. Das mache ich da nicht. Muss man mal ein bisschen gucken. Aber was ich machen könnte, wäre natürlich hier vielleicht so ein Krümelchen. Ein kleines Krümelchen noch mit. Na, das ist zu viel. Hier passt es besser. So, und dann noch vielleicht so ein Band. Irgendwo noch. Da. Zack. So, dann hätten wir das auch. Und die ganz kleinen, da könnte man dann ja auch mal so ein kleines Röschen mit dran machen. Von dieser gestickten Sache hier. Das passt doch ganz gut. Immer so ein Röschen mit ein bisschen Blättern. Okay, gut. Das geht auch. So, das muss einmal hier zur Seite. Meine Restebox. Das kommt in den Restestoff. So, und jetzt gucken wir mal. Also, ich würde fast sagen, ich würde das hier... Also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann das kleben. Man kann es auch tackern. Bei den größeren würde ich es jetzt tatsächlich auch kleben. Hat mal ein bisschen mehr Fläche so. Und bei den kleineren Sachen würde ich eventuell tackern. Weil die werden aber wahrscheinlich nur als Deko benutzt. Da schreibt man eh nichts hinten drauf. Hier würde ich mir jetzt die Karte freilassen für eventuell so ein bisschen was, was man schreiben möchte oder so. Ja, als Journal-Karte kann man das ja auch dann nehmen. Und da finde ich das, glaube ich, ganz gut. So. Machen wir also hier. Jetzt kommt das hier noch. So, dann dieses. Ja, und das ist immer so eine Herausforderung. Da nehme ich aber auch gerne dieses Klebeband hier immer, ne? Das ist ja so ähnlich wie das, was man auch, wenn man so Fertiges kauft, wo dann Stoff drauf ist. Ich glaube, jemand versucht, mich anzurufen. Aber wer zum Teufel ist das? Ich kenne die Nummer nicht. Muss ich gleich mal zurückrufen. So. Wunderbar. So. So wie es aussieht, werde ich das doch hier aufteilen müssen. Ich muss da mal dran gehen. Also, bis gleich. So, weiter geht's. Ja, auch ganz lustig. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Meine Älteste ist ja 18 geworden und wir haben gefeiert Anfang Januar. Und ich hatte einen Raum gemietet und Catering und so. Alles supi. Ja, und deswegen der Anruf gerade. Ganz lustig. Also, es ist manchmal ist echt, ist alles ganz toll. Also ich habe hier nur Katastrophengeschichten zu erzählen. Das ist echt schlimm. Es ist so, ich hatte im November hatte ich das Catering bestellt. Das mit dem Raummieten war alles kein Thema. Es hat alles ganz gut geklappt. Und dann hatte ich das Catering halt bestellt und wir hatten uns für Italienisch entschieden. Alles ganz toll. Und wir kennen auch das Dings, die machen also ganz leckeres Essen. Haben wir auch schon öfter gegessen. Da dachte ich, das ist doch toll. Machen wir mal. Alle mögen Italienisch. Passt. So, und dann hatte ich das im November dort bestellt. Dann für Anfang Januar. Und jo, alles klar, ne? Alle Daten angegeben, dies und das, ne? Und war dann auch persönlich da, habe das mit dem besprochen, was ich mir so gedacht habe, für wie viele Personen und so weiter. Alles supi, gut. So, und dann wollten die sich im Dezember melden, also es war wie gesagt im November. Im Dezember wollten sie sich dann eben melden mit einem Kostenvoranschlag, der ein bisschen genauer ist, ne? Der wollte das mit der Küche besprechen, wie viel das dann insgesamt ist und so weiter. So, und dann habe ich gewartet, dann waren die Feiertage, dann war ich krank, dann habe ich tatsächlich, ist es mir aus dem Kopf gefallen. Und in der ersten Januarwoche, also zum Wochenende sollte ja dann die Feier stattfinden und in der ersten Januarwoche hat sich aber auch keiner gemeldet. Und dann dachte ich, dann rufe ich da doch nochmal an. Ja, habe ich da angerufen, dann hatte ich irgendjemanden da am Telefon, der Chef war nicht im Haus, ja.
Und der hatte sich dann wieder meine ganzen Daten notiert, hat sich sogar das Menü nochmal notiert, was ich denn da angeblich bestellt hätte, weil er mir sagte, die Bestellung wäre dann irgendwo. Und da habe ich schon gedacht, holla die Waldfee. Ja, okay, na gut, kann ja mal passieren. So. Und ja, wie gesagt, dann hat er das alles aufgenommen und so weiter und sagte, er würde sich dann gleich nochmal melden. Er würde gleich mal Rücksprache mit dem Chef halten. Der war ja nicht im Haus und so weiter. Okay, dann rief er auch zurück und sagte, yo, alles klar. Das Essen kommt dann. Wir hatten eine Uhrzeit abgemacht. Und ich habe ihm auch gleich gesagt, er soll bitte auch die Rechnung direkt mit hinzufügen. Ich habe ja gerne Dinge erledigt, ne? Dann kann ich das dann direkt machen. Und ja, alles super, machen wir. So, dann ist die Feier. Und Moment, wo sind jetzt meine Dingsstempelchen? Ich wollte noch so ein bisschen, ja komm, mache ich jetzt. Mal gucken, dass ich hier noch so ein bisschen was mit da drauf stempel. Guck mal, so ist das auch nett. Ja, genau. Und dann um 15 sollten sie da sein. Um 15:15 habe ich dann mal angerufen, ob denn noch einer kommt. Da habe ich schon abgegessen. Ja, die wären schon unterwegs. Also die kamen 20 Minuten zu spät. Und die kamen ja schon, ja, das war schon eh, also das war halt ein Abendessen, beziehungsweise ein zwischen Mittag und Abendbrot, weil die hatten alle keinen Mittag gegessen, weil wir schon mittags angefangen haben. Und ja, es gab dann zwar Kuchen und sowas alles, aber das Essen sollte eigentlich um 17:30 da sein. Ja, und kam dann um 17:45. Und das Schlimme war, es waren ja Minusgrade. Und das Essen war nicht in diesen Warmhaltedingern, sondern es war nur in diesem Metall, was man dann nachher so aufbaut. Es war aber nicht nochmal in so einer... Also ich habe mir sagen lassen von Leuten, die Catering machen, normalerweise bei solchen Temperaturen, wenn man das so nackt transportiert, sind da solche Styropor-Dinger. So, ja, mir fehlte gerade das Wort. Also diese solche Kästen, die das warm halten halt. Ne? So. Also kam das Essen furzkalt an, weil das, die mussten ja auch erstmal dahin fahren zu uns. Dementsprechend war das ziemlich lange unterwegs, das Essen. Und das war dann schon furzekalt und wir mussten das im Prinzip erstmal noch heiß machen mit diesen Dingern, die man da zum Warmhalten eigentlich nur drunter hatte, haben wir es damit heiß gemacht. Und dann hatte der gute Mann das Baguette vergessen. Ich hatte Antipasti auch und er hatte das Baguette vergessen. Ja, alle natürlich, gibt es denn kein Brot dazu oder so? Und ich, ja, schon, ja. Und dann meinte er, ja, er fährt nochmal los und holt dann das Baguette, was auch bestellt war. Das Blöde ist, der kam dann zwar mit Baguette, aber erstens eine halbe Stunde später wieder. Und dann war das auch kein Baguette, sondern sowas wie so eine, weiß ich nicht, was das war, so Pita oder so. Also so wie Pizzateig flach einfach gemacht. Also wie Pizzateig ohne Belag. So war das. Also nur gebackener Pizzateig und kleine so Pizzabrötchen. So ein paar für die Kinder. So kam das dann da an. Da habe ich schon gedacht, super. Und das war ja auch noch so spät. Da hatte schon eigentlich fast jeder was gegessen. Und ja, dementsprechend von dem Brot hat natürlich keiner mehr groß was angerührt, weil die hatten alle schon echt Hunger gehabt und hatten dann doch schon mal gegessen. Weil das Brot, das war ja erst gefühlt eine Stunde dann später da, ne? Nicht ganz, aber... So, und dann habe ich schon gedacht, ist doch echt nicht wahr. So, die Rechnung hat er auch vergessen mitzugeben. Zweimal hat er es vergessen. Also ich hatte es ja eigentlich gesagt, aber nee. Und dann hatten die, also zweimal gesagt, weil ich hatte die gebeten, was am gleichen Tag abzuholen. Und weil ich musste dann ja auch am nächsten Tag den Schlüssel abgeben und so dann von dieser ganzen Feierlichkeit so da zu den Leuten, wo ich das gemietet hatte. Und deswegen hatte ich mir gedacht, die kommen dann abends. Und es kam auch einer, aber auch der hatte die Rechnung vergessen. Habe ich gesagt, gut, dann vielleicht nächste Woche einfach mal mir dann schicken und dann kann ich das dann überweisen oder einmal anrufen, so und so. Ja. Ja, dann hatte ich dann gewartet, da kam nichts. Dann habe ich dann nach einer Woche dann mal angerufen und gefragt, ob der Chef denn zu sprechen wäre wegen der Rechnung, weil ich würde das jetzt gerne mit ihm irgendwie besprechen, weil es ist ja doch ein bisschen was schiefgelaufen und das, was wir so vorher ausgemacht hatten. Naja, zumindest habe ich mir so überlegt, das Baguette fände ich jetzt aber blöd, wenn ich das bezahle und das war nicht da, ne? Ja, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass ein Baguette, also ich verstehe was anderes unter einem Baguette als ein Pizzateig. So, egal. Gut, dann dachte ich, okay, der ruft ja bestimmt dann zurück, weil ich hatte dann wieder jemanden dran, der mir dann sagte, nee, der Chef ist gerade nicht da, aber der ruft dann zurück. Ich sag, gut. Und ja, wieder verstrich eine Woche. unglaublich. Wo ich dann schon dachte, ey, das ist mir echt zu blöd, ne? Und vor allem, als ich dann angerufen hatte,
ne, nach der Rechnung zu fragen, hat er wieder meine kompletten Daten, meinen Namen, was das war und was ich bestellt hatte. Und also die haben im Prinzip meine Bestellung viermal aufgenommen, ja? Dreimal, viermal, weiß ich schon gar nicht mehr. Also ich kam mir echt schon ein bisschen verarscht vor. Nun gut, ich bin ja auch kein böser Mensch. Ich denke mir, gut, es gibt manchmal einfach so Sachen, da ist dann der Wurm drin. Naja, und dann habe ich echt gedacht, so, das war jetzt echt das letzte Mal, ich rufe da jetzt nicht mehr an, das ist mir zu doof. Ja, und jetzt hat jemand zurückgerufen, endlich eine Dame, ganz nett und freundlich. Und ja, die hatte dann nochmal, ihr werdet es nicht glauben, ja, nach meiner Adresse, meinem Namen gefragt. Und ich bin gespannt, ob sie mir überhaupt mein Essen in Rechnung stellen oder das jemand von jemand anderem. Das kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Bin schon sehr gespannt. Und naja, ich hatte ihr dann auch erzählt, so, dass das halt nur semi-gut gelaufen ist, das Ganze. Und ja, dass das Essen zwar sehr lecker war, also es war wirklich sehr lecker, kann ich ja nicht sagen. Ja? Da muss man ja auch mal fair bleiben. Aber dieses Ganze drumherum, catering-technisch, habe ich ihr dann gesagt, also was definitiv vielleicht nicht so sinnvoll ist, wie die es da so regeln. Vor allem keinen festen Ansprechpartner irgendwie. Und wahrscheinlich schreiben die das alle irgendwie nur auf so kleine Zettelchen, diese ganzen Daten. Und dann beim nächsten Mal schmeißen sie es aus Versehen weg oder was. Also so wirkte das auf mich. Ne? Das ist natürlich nur eine Mutmaßung. Sie hatte sich dann auch entschuldigt und alles. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wie viel er mir dann am Ende in Rechnung stellt. Aber gut. Das Ding ist gelaufen, die Party war schön. Es ist manchmal ist da echt, ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich tun sie mir fast schon leid, ne? Weil die so verpeilt waren, ehrlich. Also was Catering angeht, werde ich dir natürlich nicht empfehlen, aber was Pizza angeht schon. Also sie machen echt leckere Pizza. Also falls mich dann irgendwann jemand mal danach fragen sollte. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo kommen denn die Fussel hierher? Wo habe ich die denn jetzt vergessen? Ich glaube, hier war noch eins, ne? Ich glaube, ja. Ach, weißt du was? Das mache ich jetzt einfach drüber. Vorher noch ein bisschen inken. Leute, ey. Meine kleinen Alltagsgeschichten hier. Ach, die teile ich ja gerne mit euch. Ich weiß ja sonst auch gar nicht, was ich erzählen soll, ne? Das ist halt so die Alltagsbastelei hier bei mir. So. Also, das ist schon fest, das ist schon fest, das ist fest und das ist fest. Das können wir schon mal zur Seite tun und gleich werden wir dann noch ein paar Sprüche drauf machen. Und jetzt nehmen wir uns mal die kleineren hier vor. Und ja, doch, die finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. So, mache ich hier auch noch so ein bisschen was drauf. Hier passt es ja jetzt auch gerade, ne? So. Falls jemand fragt, ne? Die ganzen Holzstempel. Ich habe das ganz, ganz unten in der Beschreibung, habe ich die auch verlinkt. Das ist auf Instagram gibt es eine, die macht auch so Zubehörkrams und sowas. Und Album Love Handmade oder so. Ja? Falls ihr interessiert seid an den Dingen. Ich verlinke das auch nur, weil ich das gerne habe und ihr danach öfter mal fragt. Es ist jetzt also nicht irgendwie Werbung im Auftrag von oder so. Das ist alles, weil hübsch. Ups, jetzt habe ich mir das weggepustet. Ich sollte weniger atmen bei diesem ganzen Ding. Naja, so ist das dann manchmal. Naja, auf jeden Fall gab es eine schöne Feier. Und das Kind ist schon so alt. Und wenn ihr selber schon ältere Kinder habt, dann wisst ihr, wie krass das doch ist. Wenn die dann so alt sind und man sich denkt, oh Gott, wann ist das passiert? Ja. Nächstes Jahr feiern wir dann von der Mittleren. Und ich gehe davon aus, ich werde einen anderen Caterer beauftragen. Also den Raum werde ich auf jeden Fall nochmal mieten. Der gefällt mir richtig gut. Schönes so altes Fachwerkhaus, ganz toll. Also super Ambiente und so. Aber ja, so catering-technisch werden wir dann doch was anderes essen, denke ich. Das war mir dann doch ein bisschen zu, ja, nicht so cool. So, ich würde jetzt sagen, erzähl du mal was, aber ja, das ist halt,
ist halt schwierig dann, ne? Im Live müsste ich ja jetzt einen Chat lesen, also das ist auch keine Option. Aber dafür habe ich ja die liebe Julia, die mir da hilft. Oh, da habe ich ein bisschen zu viel gemacht. Da nehmen wir dann lieber das hier. Da war ein bisschen zu viel Dings. Ja, guck mal, das sieht doch schon gut aus. Ja, das gefällt mir echt gut. Die sind schon ganz schön geworden. Ja, aber ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr schon für lustige Dinge mit solchen Festlichkeiten erlebt habt. Vielleicht ist ja die ein oder andere lustige Anekdote mit bei. Ich lese das ja ganz gerne, ne, wenn ihr manchmal so Geschichten schreibt. Oder so eure Erfahrung. So. Mit diesem Ding muss man manchmal aufpassen, mit diesem Tape, nur so am Rande, weil mir das gerade so einfällt, bei dem handgemachten Papier und vor allem auch bei sehr alten Buchseiten klebt es nicht, sondern es belegt sich dann mit dieser ersten Schicht von der Seite und dann ist der Kleber hinüber. Also da müsst ihr auch ein bisschen gucken, wenn ihr da so damit arbeitet. Das ist etwas tricky. Da würde ich dann doch immer andere, entweder Techie Glue oder so nehmen. Das ist dann doch weitaus besser. So, hier noch ein bisschen einfärben. Also die sehen ja irgendwie alle schon gleich aus, aber sind auch alle irgendwie doch unterschiedlich. Ne? Das gefällt mir gut. Dann sind die alle so aus einer Serie und dann kann man die natürlich in einem Journal wunderbar auch verbasteln, dass man die wirklich auch benutzt und dann sich so ein Farbschema oder so ein Thema, wie auch immer, dass sich das dann auch wiederholt. Das ist, ich finde das ganz schön. Und es ist ja mit den Collagen, also ich, manchmal mache ich alles einseitig, manchmal mache ich es auf zwei Seiten. Ja, was man halt immer hat, ist dieser Fokuspunkt. Und der ist dann doch meistens links oder rechts. Also ich mache einen Fokuspunkt eigentlich nie so wirklich in die Mitte. Das finde ich jetzt nicht so, sieht halt nicht so gut aus, wie ich finde. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das denn hier dran hält. Ja, gutes. Bisschen schwierig da dran zu bekommen, aber es hält. So. Und da noch ein paar Kleckse. So. Ach, Leutchen, wisst ihr was? Obwohl so viel Kuddelmuddel war und auch so viel Dinge, ich bin so ohne Scheiß so in meiner Gesamtenergie bin ich dieses Jahr, ich weiß nicht, was dieses Jahr ist, aber ich bin so dermaßen einfach nur happy. Ich weiß noch nicht mal, warum. Ja, ich bin einfach, ich freue mich. Ich freue mich einfach, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, worauf oder so. Es ist einfach, ich bin irgendwie, ich wurde ja im Live gefragt von der lieben Ines, ob meine Rauhnächte denn so geklappt haben, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und nein, haben sie nicht, tatsächlich. Aber ich habe es mir anders vorgestellt, weil ich war, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die kompletten Feiertage krank bin. Ja, also ich habe schlecht geschlafen und teilweise auch gar nicht gut geschlafen, also nicht am Stück oder so, ja. Und so dieses mit dem Traum aufschreiben, das war schon problematisch. Und was ich auch nicht gemacht habe tatsächlich in den Rauhnächten, obwohl ich da echt Bock drauf hatte und eigentlich alles das so machen wollte, ich habe tatsächlich nicht geräuchert. Ne? Also ich hatte tatsächlich ja, die Sachen zwar da, aber ich habe es nicht gemacht. Das ist, ja, aber ich habe meinen Frieden damit. Dieses Jahr ist wieder ein neues Jahr und ich nehme es mir wieder vor und ich werde wieder ein Journal bauen und auch dieses es auch gut sein zu lassen, sich nicht darüber zu ärgern, wenn man es nicht komplett durchgemacht hat oder sowas. Ich glaube, ich bin sanfter mit mir geworden, so insgesamt. Und ja, ich denke mir noch mehr so diese Dinge, was ist, das ist. Und ich bin auch mit ganz vielen Dingen auch gar nicht mehr so im Konflikt. Ne? Deswegen, also ich weiß nicht, wenn man sich überlegt, was dieses Jahr schon alles, schiefgegangen in Anführungsstrichen. Also das mit dem, wenn ich jetzt mal so nehme, ne, so die ersten
der erste Monat jetzt ist ungefähr so gelaufen. In meinem Kurs war ich total überrascht über diese lustige Preisspanne, die Udemy sich da überlegt hatte. Dann hat sich mein Drucker komplett verabschiedet und ich musste jetzt ein bisschen Geld in der Hand nehmen und einen neuen kaufen. Und so ganz günstig sind die ja nicht. Dann diese ganze Partygeschichte mit dieser Essensgeschichte, mit dem Catering, ja. Wenn ich mir das alles so nehme, ne? Ich könnte mich ja drüber aufregen. Aber ich habe gar keine Lust irgendwie. Also es stört mich auch gar nicht. Es stört mich wirklich nicht. Das ist total verrückt. Mich stört das nicht. Ich bin irgendwie dieses Jahr so im Frieden. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Oder wie ich das ausdrücken soll. Ich fühle mich so friedlich, so, ach ja, ist nicht schlimm. Ich reg mich mal kurz auf. Also ja, ich reg mich auch auf. Natürlich habe ich mich auch kurz aufgeregt. Aber so, jetzt gerade bei der Dame, mit der ich gesprochen habe, zum Thema dieses Essens und sowas, ich war total so, ja, sie müssen sich nicht entschuldigen, alles gut, so, ne? Also ich war irgendwie, ich hatte gar keine Lust, dass sie sich entschuldigt, weil das, ich habe damit schon, ja, ist okay, es ist, wie es ist, ich kann es eh nicht ändern und schick mir doch bitte einfach die Rechnung, damit ich es jetzt endlich aus dem Kopf habe. Und gut ist die Sache, ne? Also, ich weiß auch nicht. Es tut auf jeden Fall gut. Ich werde das, glaube ich, noch weiter üben. Weil wenn ich habe keine Ahnung, bei mir schon innerlich so ein bisschen der Frühling. Ich bin ja im Frühling so total aufgeregt, immer total mit Energie geladen. Und das ist bei mir so eine, ich habe jetzt schon dieses Gefühl von, boah, ich reiße gleich Bäume aus, ne? Ich weiß auch nicht. So energetisch. Ich schwinge gerade so energetisch ganz extrem im, alles ist schön. Selbst wenn es total daneben läuft, wird schon für irgendwas gut sein. Ich weiß es nicht, es ist total verrückt. Weil jetzt aktuell, wo ich dieses Video aufnehme, sitzt mir auch noch die komplette Bestellung von euch noch im Nacken, will ich mal sagen. Also, ne, ich finde das ja schön, wenn ich denn dann auch was tun kann. Naja, dann habe ich mir überlegt, okay, es ist, wie es ist. Ich soll scheinbar jetzt nicht produzieren, warum auch immer. Das muss jetzt halt noch 2-3 Tage warten, bis der Drucker da ist und neu eingerichtet ist. Ich habe den jetzt extra auf schnell bestellt, damit wir am Wochenende das Ding einrichten können, damit ich dann direkt dann nächste Woche wieder starten kann damit. Weil vorher, ja, das braucht halt eben auch seine Zeit, bis der dann hier ist, ne? Und bis wir das dann alles angeschlossen haben und so. Mein Mann, der muss ja auch arbeiten. Der hat dann immer nur abends Zeit. Und wir haben auch noch Termine, die ein bisschen, ja, die auch wichtig sind, so. Und, ja, aber irgendwie, ich sag mal so, vor 2-3 Jahren wäre ich total ausgerastet. Wäre hier super am Heulen. Wäre hier völlig fertig nach dem Motto, oh mein Gott, was ist, wenn ich dieses Ganze, die Bestellung nicht fertig kriege? Also ich hätte alles schwarz gemalt, ja. Und jetzt im Moment ist es so, ja, mein Gott, was soll schon passieren? Im Notfall werde ich mich bei euch entschuldigen und sagen, es tut mir leid, dass mein Kackdrucker im Arsch ist, aber ich werde dann alles einfach zurücküberweisen, als wäre nie was gewesen und gut ist. Ich meine, es gibt für alles eine Lösung, ne? Auch wenn das natürlich für euch total blöd ist und ich dann wahrscheinlich erst das nächste Shop-Update wieder neu machen muss und tralala. Aber wahrscheinlich jetzt, wo du das Video siehst, weil ich drehe das ja doch ein bisschen sehr weit vor, weil es kommen ja, vorher kommen ja noch die Memory-Decks-Geschichten und sowas. Also wahrscheinlich ist schon wieder alles im Lot und vielleicht habe ich sogar schon in der Zwischenzeit ein Video hochgeladen oder ein Short, dass alles gut ist und eure Sachen unterwegs sind. Also es kann durchaus sein, dass ich jetzt irgendwie mit der Zeit hinterherhinke. Nicht wundern. Ja, ich muss mir da auch ein bisschen was Besseres einfallen lassen mit meinen Videos und denn ja, ich habe schon selber festgestellt, der Nachteil ist natürlich, wenn man wirklich vorarbeitet, weil man gerade Zeit hat, so wie ich jetzt hier, ne? Ich hatte jetzt diese Woche eigentlich nur Produktion geplant und keine Videos. Und was mache ich denn da? Was wollte ich doch gar nicht. Egal. Aber, obwohl das geht eigentlich ganz gut, ne? Mit dem Ding, das passt schon. Hier näher doch ein bisschen kleiner werden. Noch ein bisschen zu groß. Ich hatte das jetzt gar nicht vor, jetzt drehe ich das halt eben ab und ist auch okay. Habe ich jetzt die Zeit auch genutzt, sinnvoll. Und aber halt eben, dieses Video kommt viel, viel später als das, was jetzt gerade so Phase ist, ne? So, das finde ich total niedlich mit diesem Röschen. Ich hoffe, dass das auch mit dem Kleber hier hält. Aber ich glaube ja. Ja, das ist putzig. Das gefällt mir gut. Und ich glaube, dann habe ich, glaube ich, auch schon alle fest, ne? Ja, guck mal, wie gut. So, dann das Kleine hier noch und dann haben wir es. Und hier wird man das ja auch nicht so sehen, dass jetzt hier dieses Ding hier vielleicht nicht so gut ist, weil ich werde das jetzt einfach so machen, dass man es nicht sieht.
Ne? Einfach hier schon mal das Papier so ganz nah an den Rand, dann fällt das auch gar nicht mehr so auf. Dann erkennt man das vielleicht auch nicht unbedingt so. Ja, ich habe keine Ahnung, was dieses Jahr los ist. Ich habe irgendwie das Gefühl so, boah, dieses Jahr wird alles komplett verrückt. Verrückt werden und ja, verrückte Zeiten kommen, glaube ich, auf mich zu. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Und deswegen bin ich schon super aufgeregt, weil ich glaube, es werden am Ende doch verrückt coole Zeiten. Auf jeden Fall habe ich da Bock drauf. Auf was auch immer da kommt. So, dann einmal Röschen vielleicht hier. Dann sieht es auch so aus, als müsste es so sein. Das ist doch schon mal was wert. So, siehst du wohl. Zack. Okay, dann haben wir das erstmal fertig soweit. Und jetzt haben wir hier natürlich schon so einige, ne, einige hübsche gemacht. Jetzt machen wir das hier mal zu, bevor das schief geht. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Ich habe nämlich Texte. Ich habe mir gedacht, diese Texte, also Sprüche, sind ja nicht urheberrechtlich geschützt. Und ich habe hier diese, diese Sprüche hier von diesem Stempelset. Und ich dachte, ich werde hier mal so ein paar kleine raussuchen und vielleicht übersetze ich das mal in Deutsch und mache daraus einen Print für euch auf meiner Website hier in Freebie oder sowas. Kann man ja machen, ne? Das sind ja so einfache Sachen irgendwie, ne? Und manchmal hat man dann auch einfach ein Loch im Kopf. Was gibt's denn hier alles hier? Be authentic. Sei authentisch. Ja, ist doch ein schöner Dings, kann man doch sagen. Limited Edition. Das würde ich jetzt auf Englisch lassen. Das finde ich gut. Be your beautiful self. Sei dein wunderschönes Ich. Das ist doch wundervoll. Ja, die gefallen mir gut, die Sprüche. So, jetzt werde ich einmal gucken, welche ich mir davon abstempel. Und zwar habe ich hier einmal das, mein Lieblings-Recycle-Papier. Recycling-Papier. Und das könnte ich jetzt aber auch so machen, dass ich wirklich alle abstempel und mir dann einfach ausschneide, so wie ich sie brauche. Ist doch eigentlich auch nicht schlecht, oder? Probieren wir das mal? Machen wir mal. Schauen wir mal, ob das was wird. Oh, das klappt ja schon mal ganz gut, ne? Und so hat man dann auch Sprüche auf Vorrat. Die kann man sich dann klein schnibbeln. Das ist echt praktisch, so ein Stempel. Muss man auch gar nicht abnehmen. Hält. Das passt. So. Ja, finde ich gut. So, jetzt muss ich das Ganze nur irgendwie umdrehen und jetzt muss ich einmal gucken, ob das eventuell auch so passt. Ja, tut es. Dann kann ich das besser abstempeln, nehme ich an. Warte, muss mal ein bisschen Platz machen hier. Für meine Hände. So. Und jetzt zack da drauf und einmal festdrücken. Dass die ganze Schrift damit drauf kommt. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Stempel gibt. Letztens erst vor kurzem entdeckt. Und da dachte ich, boah, cool. Ja, und das sieht doch nett aus. Ja. Ja, das ist doch schick. So. Das heißt also, hier kann ich jetzt einfach... Boah, ich muss meine Hände dringend eincremen. Die sind so trocken. Hast du das auch, dass sie so trocken sind? Von diesem Papiergebastel. Da kriegt man echt sehr trockene Hände von. So. Dann schauen wir mal. Dann würde ich das jetzt immer so machen. Zack. Und ich habe ja hier, ne, das sind meine, ich hole noch mal eins von den kleinen Sortierdingern, die ich habe. Hier habe ich nämlich noch eins, guck mal, das ist leer. Da kann man das dann direkt schon reintun. Eigentlich kann ich ja die hier schon mal direkt nehmen, oder? Ups. Ich will ja jetzt nicht meine ganze Zeit hier mit Schnippeln verbringen. Das ist ja für dich auch ein bisschen langweilig. Und welcher Spruch wo drauf ist? Also nein, ich mag ja schon so bestimmte Sprüche. Ne? Use your wings finde ich super. Nutz deine Flügel oder benutze deine Flügel. Oder wie heißt das? Auseinander machen. Öffne deine Flügel. Wie könnte man das machen? Was hübsch aus. Ihr könnt mir doch mal unten einfach einen Satz. Das wäre doch eine super Idee. Wenn euch ein schöner Satz einfällt auf Deutsch, den ihr gerne auf so einem Print haben möchtet, dann schreibt das doch unten rein und ich mache daraus was. Da muss ich auch nicht mehr so lange überlegen. Dann kann ich einfach eure Sprüche dann auch nehmen. Guck mal. Let life surprise you. Lass das Leben dich überraschen. Lass dich vom Leben überraschen, würde ich das sagen. Würde ich das übersetzen. Was denkst du? Ist das gut? Ja.
Weil ich weiß, viele von euch mögen ja auch deutsche Sprüche, vor allem wenn man das dann verschenkt. Nicht jeder kann Englisch. Tatsächlich. Love you to the moon and back. Ja, ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Das ist doch schön. Kann man doch auch in Deutsch machen. Just one life. Nur ein Leben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man hat mehrere, nur halt nicht in dem gleichen Körper. Oder vielleicht hat man auch mal das gleiche Leben und macht jedes Mal was anderes damit. Das wäre ja auch lustig. Kann ja auch sein. Imperfections make life interesting. Ja, Unperfektes macht das Leben interessant. Das gefällt mir gut, das behalte ich. Be your beautiful self, sei dein wunderbares Ich. Das finde ich auch toll. The journey is the destination. Was heißt nochmal Destination? Ich weiß es nicht. Use your wings ist super. Lass das Leben dich überraschen, finde ich gut. Mal weiter gucken, was es hier noch gibt. Hope is never lost. Gib die Hoffnung niemals auf, würde ich das. Wahrscheinlich heißt das das auch. The impossible is often the untried. Das Unmögliche ist oft das Unversuchte. Das ist ja auch ein schöner Spruch. Das finde ich gut. Das motiviert. Mich sowieso. Ich stehe auf sowas. So, Sweeties. Jetzt muss ich gleich erstmal gucken. Ja, zähle nicht die Tage, sondern mach die Tage, dass sie zählen. Ja, so würde ich das übersetzen hier. Es sind schöne Sprüche hier drauf. Kreativität braucht Courage? Ergibt das einen Sinn? Ich bin am glücklichsten, wenn ich mit dir bin. Das ist auch schön. Gut, was gibt's hier noch? Believe in yourself, das wissen wir ja. Glaub an dich selbst, das finde ich gut. Das nehmen wir auch. Das ist gut. You can never have too much. You can never have too much happy. Ah, es gibt nichts. Warte mal, du kannst es nicht zu schön haben, also zu happy. Weiß ich nicht, wie man das übersetzen würde. Manche Sachen machen vielleicht auch keinen Sinn auf Deutsch. It's all perspective. Alles ist eine Frage der Perspektive, das finde ich gut. Best day ever sowieso. Be authentic. Jupp, manchmal bin ich, glaube ich, zu authentisch für mein Umfeld. Nein, ich weiß, ihr findet das okay, was ich mache, aber ihr könnt euch das ja auch aussuchen und abschalten, wenn ihr es blöd findet. Life doesn't have to be perfect to be wonderful. Das Leben muss nicht perfekt sein, um wunderschön zu sein, wundervoll zu sein. Ja, das finde ich gut. Also, das ist eine schöne Inspiration, auf jeden Fall, um das Ganze mal zu übersetzen auf Deutsch und als Print fertig zu machen. Love with all your heart. Love with all your heart. Ach so, Liebe mit dem ganzen Herzen. Also manchmal habe ich auch immer sie die Möglichkeit überall. Gut, den Rest mache ich dann gleich. Ich muss mal gerade einmal gucken, was ich denn überhaupt brauche für eine Größe. Ne? Hier bräuchten wir was Kleines, sowas wie Best Day Ever. Use Your Wings wäre auch so ein Ding. Das kann auch noch mit hier hin. Das werde ich dann gleich noch anpassen. Da würde ich aber vielleicht auch ein bisschen was Kleineres. Habe ich noch was Kleineres? Gibt es hier irgendetwas viel Kleineres? Make a Wish ist ein bisschen größer. Love You. Ach komm, machen wir einmal Love You. So. Love You ist doch auch okay. Das ist ein bisschen kürzer. Und weil hier bin ich ein bisschen zu weit... Das würde ich jetzt hier so machen, denke ich. Dann schneide ich das hier auch noch ab. So, und um das zu inken, ich würde das auf jeden Fall inken, würde ich jetzt meine Pinzette nehmen. Da hinten liegt sie. Brauchte ich gestern schon beim Drucker reparieren. Da mussten wir ja... So, hatte ich hier gar nicht erzählt, ne? Mein Mann hat geschimpft. Also ich hatte das schon im Live mal erzählt, aber mein Mann hat geschimpft, weil ich den Drucker... ich war vielleicht nicht ganz unschuldig, dass der jetzt kaputt ist. Ich hatte damals, wo ich den neu hatte, und das ist ja echt schon lange her, oder wo er halb so neu war, ich sag mal so ein Jahr alt oder so, da habe ich mich ja mal getraut, das Video kennst du vielleicht, eine Serviette zu bedrucken.
Und es sind so kleine Schnipselchen von der Serviette im Drucker gewesen. Und das war jetzt auch 3 Jahre kein Problem oder 2 Jahre. Aber dann hatte sie sich verhaspelt und hinter dieser Serviette hat sich so Krümels gebildet. Ja, und das hat jetzt ein bisschen Dreck da drin gemacht. Aber es war, wie gesagt, trotzdem nicht der ausschlaggebende Punkt, warum der Drucker jetzt kaputt ist. Weil diese weißen Streifen, wir haben das ja alles sauber gemacht und so, und die weißen Streifen macht er immer noch. Und ja, jetzt haben wir wahrscheinlich, wie gesagt, beim Zusammensetzen auch noch was verkehrt gemacht, weil jetzt druckt er nur noch schwarz-weiß. Und die Streifen sind immer noch da. So. Ja. So ist das. Ich glaube, das mit der Pinzette und dem mit dem Inken, das ist ganz gut. Ich habe ja sonst immer dann voll geinkte Finger. Also mit so einer Pinzette kann man sich da echt gut helfen, finde ich. Womit das nicht so gut geht, ist so altes Papier, so zu weiches Papier. Mit dem ganz weichen, alten Buchpapier ist das manchmal ein bisschen schwierig. Ich glaube, das wird wieder so ein ewig langes Video, ne? Ja, es braucht halt alles seine Zeit. Aber ihr habt mir ja schon gesagt, das findet ihr gut, also. Ne? Und es gibt ja auch genug von euch, die mich in doppelter Geschwindigkeit gucken. Also von daher fühle ich mich jetzt mal gar nicht so. Es wird halt gleich nur ein bisschen länger dauern, wenn ich das wieder zusammenschnipsel, weil ich habe das ja jetzt auf 2-mal gemacht. Das kann ich also nicht im Ganzen hochladen, sondern ich muss es erst noch bearbeiten. Aber es war ja jetzt auch ganz gut, dass ich doch noch da dran gegangen bin. Das Telefon. Ich habe das Telefon nämlich schon auf lautlos, damit es nicht jedes Mal mich so erschreckt, wenn das losgeht. Aber ich habe gerade gesehen, ne, mit dem Anruf und so. Das ist ja auch okay. Shine like the stars. Ja, glänze wie die Sterne, scheine wie die Sterne. Kann man alles Mögliche draus machen. Also wie gesagt, ihr seid aufgefordert, unten eure Lieblings... vor allem solche Einzeiler, also so eine Sätze einfach, so eine Statements. Ja, sowas wäre cool. Dann... das finde ich auch ganz schön. Oder einzelne Wörter, die ihr gut findet, die ihr gerne haben möchtet. Vielleicht gibt es sie sogar schon in dem Goodie, was es schon runterzuladen gibt. Also ich habe da auf jeden Fall schon eins mit Schriften, diese hier. Ne? Und zwar einmal in dieser Schriftart und einmal in so einer geschriebenen Schriftart. Da sind dann so Sachen wie Traumfänger, Wunderkerze, Rosengarten, Zuversicht, Selbstliebe. Was gibt es hier noch? Herbstzauber, ja klar. Motivation, was haben wir hier? Federleicht, Blumenwiese, Kerzenschein, hatte ich schon gesagt. Also so einzelne Wörter, da hatte ich schon mal so eine Liste fertig gemacht. Do what you love, das ist unser Lieblingsspruch. Tu, was du liebst. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wieso schnippel ich denn schon wieder? Das wollte ich doch jetzt gar nicht. So. Ah, wo ist das Ding denn jetzt? So, das brauche ich jetzt aber auch gar nicht. Ich könnte jetzt eigentlich das Ding auch mal... Ach doch, das brauche ich natürlich. Ich inke doch gerade noch die Dinger hier. So, jetzt gucken wir mal, was denn da gut passt. Hier könnte man das machen. Und was man auch machen kann, ist noch einen kleinen Spot. Also bei den großen Karten würde ich jetzt da tatsächlich noch irgendwas hinkleben. Wo habe ich denn mein Kästchen? Ich hatte doch mein Kästchen hier. Da. Ich glaube, hier hatte ich so kleine Sticker-Krams und sowas hier. Da sind nämlich noch diese Sachen drin. Da hatte ich jetzt noch aus den Teilen noch ein paar Sachen. Muss ich mal gucken. Und so ein paar Kleinigkeiten. Auch was ich mal Geschenke gekriegt habe hier, diesen ganzen Kram. Was heißt Geschenke gekriegt? Ich habe ja die eine Künstlerin mal unterstützt. Und dann gab es jeden Monat so ein Goodie-Paket hier. Aber... ja, ich benutze das auch so selten. Sollte ich vielleicht mal öfter, nur da ist jetzt natürlich nichts Passendes da drin, was ich gerne haben wollte. Weil die Sachen sind alle zu groß. Ich dachte jetzt eher so an so kleine Die-Cuts. Oh, stimmt ja, Briefmarken habe ich ja auch mal bekommen. Von euch, von einem von euch habe ich mal Briefmarken bekommen. Das sind natürlich auch schöne Eyecatcher, würde ich sagen. Ich habe ja auch noch irgendwo Briefmarken. So eine Kaktusblume hier zum Beispiel. Dann gibt es hier noch eine mit dem Adler. Ach komm, wir machen Briefmarken da drauf. Das ist so schön. Echte Briefmarken. Gibt es bestimmt, hast du bestimmt auch welche von. Hier, guck mal, was gibt es denn hier noch? Was Rotes mit einem Krabbelkäfer. Ich würde jetzt tatsächlich gucken, dass ich das so ein bisschen neutraler von den Farben her nehme.
Und Glanzbilder, kennt ihr die noch? Poesie-Glanzbilder. Die gibt es ja so gar nicht mehr, ne? Früher gab es die immer so im Marktkauf und so. Da habe ich ja immer, wenn ich mit meiner Mama einkaufen war, durfte ich mir dann einmal so Glanzbilder, so ein Teil mitnehmen. Und dann hat man die ja immer früher in Poesiealben und so geklebt. Oh, guck mal, das ist ja schön. Das kann ich doch auch mal benutzen. Ja, ihr habt mir schon so viele tolle Sachen geschickt, ne? Und ja, das ist doch eine schöne Idee, das jetzt auch mal zu benutzen hier. Was gibt es denn hier noch? Was haben wir da noch? Da haben wir zum Beispiel so was Metallisches, habe ich hier sogar noch drin. Guck mal, hier sowas. Könnte man auch nehmen. Ja, der ist mir zu knallerot, der Salamander. Wir wollen einmal gucken. Hier sind noch ein paar Briefmerkeleien. Hier ist noch so eine, die könnte auch gut passen. Das ist ja eine coole Briefmarke, guck mal. Cool. Also die werde ich auf jeden Fall auch mal benutzen. Ja, ich muss mir das Kästchen hier vorne hinholen, dass ich das auch mal benutze. Und diese dicken, fetten Teile, die ich ja eher selten benutze. Warte mal, ich muss das hier einmal raussortieren. Weil die macht so bestimmte Collagen und die Sachen sind zwar alle ganz schön, aber vielleicht mache ich davon auch mal Päckchen, verschenke es einfach weiter, weil ich komme einfach nicht dazu, das alles wegzubasteln. Siehst du, das sammelt sich und das ist nur ein Kästchen. Ich habe noch, guck mal, das ist hier noch gar nicht richtig offen. Ach doch, habe ich schon mal aufgemacht. Ein Sticker und was weiß ich nicht alle. Was ist das hier noch? Das sind Vögelchen. Gibt's denn hier noch? Ne, das ist alles zu groß, was ich sonst hier habe. Das, So, einmal zugemacht. Washi-Tape würde natürlich auch gehen, um das Ganze so ein bisschen noch vielleicht. So. Be your beautiful self. Dann mache ich doch vielleicht. Jetzt muss ich gerade überlegen, jetzt habe ich das so blöd gemacht mit diesem Stoff. Auf so eine blöde Dings geklebt. Nee, ich glaube, ich muss hier doch noch ein bisschen was anderes hinmachen. So. Das gefällt mir gut. Da musste ich jetzt diese Ecke hier doch noch ein bisschen füllen. Also der Fokuspunkt ist dann doch auf der anderen Seite eher. Mit dem bisschen, mit diesem Glanzbildchen hier. Und das werde ich jetzt auch noch inken. Und dann basteln wir das hier schön zusammen, ne? Ja, Briefmarken sind natürlich ein super Fokuspunkt, ne? Ich muss sowieso vielleicht viel mehr mit Junk mal basteln, ne? Man nimmt ja doch häufig mal auch so neue Sachen, weil man auch so viel hat, ne? Und natürlich, ich habe ja auch einen Shop, also meine eigenen Sachen möchte ich natürlich auch verbasteln, aber so zwischendurch tatsächlich mal solche Sachen wie halt eben, du hast keine Sticker oder was, ist nicht schlimm, kannst du auch hier eine Briefmarken nehmen, ne? Oder kleine Bildchen aus Zeitschriften oder sowas, das kann man ja auch machen. So, guck mal, das sieht doch schon mal ganz sweet aus. So, dann nehmen wir uns das nächste vor. Was machen wir hier? Wings. Hatte ich nicht hier irgendwas mit Wings? Achso, das habe ich schon geused. Okay. Do what you love. Komm, Schmetterlinge gehen ja auch immer. Ja, bei manchen braucht man vielleicht auch gar keinen Fokuspunkt mehr. Da ist einfach der Spruch. Ja doch, irgendwie schon. Ach, ich weiß auch nicht. Die sind ein bisschen zu groß, ne? Ach Leute, es ist doch nicht so, als hätte ich nichts. Ich muss mal gerade hier auf mein Tablett gucken. Vielleicht finde ich ja hier noch was Hübsches. Was Kleines. Irgendwas Niedliches. Na, warum nicht? Mein kleiner Fuchs. Ich habe hier noch ein paar Prints, die sind ein bisschen schief gelaufen. Also schief gegangen. Beziehungsweise nicht die Prints selber, sondern tatsächlich der Ausdruck, hier gedingst hat. Wie heißt das nochmal? Oh, geplottet. So, der hat das ein bisschen schief geplottet. Muss ich gerade einmal gucken. Was denn hier? Das passt ganz gut. Ich sogar auf diese Seite. Und dann Be Authentic. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Spruch hier zu der Dame. Das kann man so machen. Ja, das ist ein Sticker.
Da nehmen wir gleich einmal hier den Haken. Damit kriegt man die ganz gut ab. Das Stickerpapier hinten. Ne. Jetzt habe ich es mir kaputt gerissen. Bin auch ein Honk. Huch. Fällt mir auch alles so runter. So. Siehst du was? Ja, ne? Nicht, dass ich zu sehr runterrutsche hier im Ganzen. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ein Video irgendwie so am Rande des Bildschirms gelaufen ist. So. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die Memory-Decks-Geschichte. Da muss ich ja sagen, da bin ich ja wirklich sehr begeistert, wie euch das begeistert hat. Das haben ja so viele mitgemacht im Januar. Wahnsinn. Und absoluter Knaller. Ja, finde ich total gut, dass die Aktion von euch so gefeiert wird, dass ihr da so fleißig mitmacht. Das macht dann Spaß. Dann weiß man, wofür man es macht. So, und das ist von der Farbe her, gefällt mir gar nicht. Irgendwie gefällt mir das alles hier gar nicht. Obwohl der Adler, der könnte passen. Aber der ist trotzdem noch ein bisschen zu groß. Ich brauche was Kleineres. Ich muss mir, glaube ich, wieder neue Sachen machen. Aber das Problem ist ja, ich habe ja nichts zu machen, weil mein Drucker ist ja heute kaputt. Also jetzt gerade ist mein Drucker nicht zu gebrauchen. Deswegen werde ich mir jetzt hier diesen kleinen Fuchs nehmen, den ich hier schon habe, und werde diesen Rand, der falsch geplottet ist, einfach nochmal hier abschneiden. Und dann ist das auch okay. So, zack. Dem fehlt zwar dann ein Ohr, aber das fällt ja gar nicht so auf. Einfach weggeschnitten hier. So, ich will ja nur so einen kleinen Fokuspunkt, ne? Guck mal, das ist auch ganz süß. So ist das fein. Vielleicht könnte man natürlich auch solche Sprüche machen. Ich hatte das ja schon mal gefragt mit den Sprüchen, glaube ich, ne? Ich bin halt noch nicht dazu gekommen, es zu machen, aber es wäre ja zum Beispiel auch so eine Sache, so du Fuchs oder so, so als Ansprache irgendwie sowas, dann vielleicht auch zu solchen Sachen passt, die man so hat. Okay, es war jetzt nur so eine einmalige Sache, die mir gerade durch den Kopf ging wegen dem Fuchs, weil ich dachte, was für ein Spruch könnte passen. Es könnte ja natürlich irgendwas passen, was irgendwie sagt, Fuchs, ne? Du alter Fuchs oder so. So, das finde ich auch ganz, ganz hübsch. So, ein bisschen was haben wir noch. Gucken wir einfach mal von der Größe her. Da kommen wir der Sache schon näher. Das würde zum Beispiel richtig gut aussehen, finde ich. Ist natürlich auch Geschmackssache, aber das gefällt mir richtig gut. Und da kann man dann auch einen längeren Spruch noch dran machen. Den jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber der hier, der könnte was sein. Noch gerade abschneiden hier, ein bisschen gerade machen. Nicht ganz so schief sein. So, wenn ich das hier fertig habe, dann wird das erstmal schön bearbeitet und geplant. Und dann muss ich mal was essen, weil ich habe jetzt langsam auch Hunger. So, ja, ist ja auch kein Wunder. Und der Tag ist auch schon wieder fast gelaufen. Das ist unglaublich, wenn ich hier am Basteln bin, wie schnell so ein Tag rum ist, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ich will mich nicht beschweren, es macht mir Spaß. So, das kleben wir einfach mal hier so hin. Guck mal, sieht doch auch nett aus, oder? Sagst du. Das finde ich gut. So. Hier könnte man vielleicht so ein Querding nehmen. Na komm schon, du kleiner Schmetterling. Nee, da mache ich, glaube ich, was anderes. Was habe ich denn hier noch? Ich tue nochmal. Ja,
bisschen gucken, was man hier so... Der Fuchs, den mag ich auch voll gerne. Der sieht so schön aus. Der ist zwar ein bisschen größer, aber ich finde, so in diesem Ding macht das auch nichts. Ne? Hier, das wäre auch schön. Auf die größere Karte vielleicht. Guck mal. Ja, die lasse ich direkt schon hier. Gucken wir doch mal, was wir hier sonst noch so haben. Ein kleiner Hase, der ist auch putzig. Hier habe ich noch was aus dem Freebie. Aber das ist schon fast zu groß. Hier, das ist besser. Das ist ein bisschen kleiner. Ja. Das ist jetzt aber wirklich ein Stilmix hier. Naja, für jeden was dabei, ne? Man könnte hier vielleicht sogar noch so ein kleines Label mit dazu machen. So. Das noch ein bisschen erweitern. Das eventuell könnte das sonst ein bisschen so vielleicht. Ne, dann sieht man ja von dem Dingspapier gar nichts mehr. Das passiert mir auch oft, dass ich das dann so kollagiere, dass man am Ende von einer bestimmten Sache gar nichts mehr sieht. Also... Das passiert durchaus. Mach dir da keinen Stress, das ist normal. Ja, mache ich, glaube ich, gleich. Gucken wir mal. Hier was Größeres da drauf, dann passt das schon. So, was hatte ich jetzt? Den Fuchs? Genau, das ist allerdings ein Sticker. Den hatte ich, glaube ich, ja, den hatte ich ja nur als Diecut. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich tatsächlich, früher habe ich mit Fuzzy Cuts weniger gearbeitet, eher mit Stickern, aber mittlerweile bin ich tatsächlich mehr so bei den Diecuts. Die sind halt ein bisschen fester, ne? Wenn man die dann so benutzt, dann kann man, die sind ein bisschen vielseitiger, wie ich finde. Und gerade auf so dickeren Sachen, ne, wie hier, also ich meine, das geht jetzt noch. Aber so auf dickeren Sachen, da finde ich, machen die sich eigentlich fast besser. Weil die halt so ihre Form dann auch haben, ne? Oder Form behalten, so. Einmal klebe noch ein bisschen. Zack. Guck mal, wie schön. Macht schon Spaß. So, jetzt gucken wir noch mal nach einem schönen Spruch. Finde ich, glaube ich, dann auch ganz okay. Don't forget to fly. Ja, hier fehlt mir was. Da muss auf jeden Fall noch was hin. Hm. Vielleicht auch einfach nur so ein kleines Zettelchen oder so ein kleines Label hier. Sowas zum Beispiel. Ist noch ein bisschen geht da noch was. Hochkant vielleicht besser. Ja, das finde ich okay. Ich will jetzt auch nicht zu lange überlegen. Jetzt mein Teil hier. Machen wir jetzt einfach. Das ist auch hier aus dem Recyclingpapier, so wie auch der Spruch. Das passt dann schon. Das ist eins von meinen Labeln. Das kann man auch immer ganz gut für sowas nehmen, finde ich. So was ganz Neutrales. So, guck mal. Und dann kommt jetzt hier noch der Spruch. Den werde ich jetzt auch so ein bisschen... Oh, es ist richtig toll, wenn man so viel geschafft hat. Das macht echt Spaß. Und so viele kleine, süße Sachen hat hier. So. Das mache ich lieber damit. Ich glaube, das Band ist nämlich ein bisschen zu dick dafür. Für das, was ich jetzt ausgeschnitten habe. So. Nehmen wir gerade einmal los. So, das sieht doch nett aus. Ja, genau. Dann mache ich hier auch noch sowas in der Art hin. Müssen wir gerade einmal gucken, wo ich hier noch sowas habe. Einen kleinen Rahmen. Guck mal, hier haben wir noch alte Stempeldinger, was ich mal gemacht habe. Och, das ist auch ganz nett hier. Guck mal,
dieses Memo-Stück, was ich da noch so übrig hatte, den Rest. Das kommt ja auch noch zum Einsatz. Das ist ja prima. So, zack. Imperfection. Das kommt auf jeden Fall. Und dann gucken wir gleich, was wir da noch für ein Bildchen hinmachen. So, genau, da wollte ich noch das kleine Tierchen. Ich glaube, dann haben wir noch zwei hier, da machen wir nur Sprüche. Das wird, glaube ich, passen. Und ja, das finde ich auch okay. Muss auch nicht unbedingt überlappen, das geht auch so. Lass mich mal kurz überlegen, wie ich das denn hier mache oder so. Oder lieber so. Ich bin nur entschlossen. Ich mach's so. Komm schon. Ja, ist doch okay. Ne? Ja. Guck mal, die kann man jetzt von hinten auch schön beschreiben noch. Ne? Diese größeren, das ist schon ganz okay. So, dann wollen wir mal gucken. Dann haben wir jetzt nur noch die zwei kleinen hier. Da kommen dann direkt nur noch irgendwelche Sprüche. Muss ich nur gucken, das ist gut. Von der Länge her. Das kann auch nur ein Spruch sein. Und hier muss ich noch was Kürzeres suchen. Was haben wir hier? Da. In my heart. Obwohl, Hello Friend finde ich auch witzig. Das geht doch auch. Das ist doch auch schön. Kann man jetzt entweder... Aber ich würde es fast hier machen. Oder... Hier... Ja, hier ist auch gut. So, dann kommt hier das kleine Häschen. Obwohl, ich glaube, mir gefällt so eine Sonnenblume besser als das Häschen. Das Häschen passt nicht ganz so irgendwie. Ich weiß nicht, der Fuchs, ja, also Füchse mag ich ja eben. Irgendwie gefällt mir das so besser. Wieso ist denn hier eigentlich ein Klebeband und da ist nichts drauf? Da war doch bestimmt irgendwas. Ich habe es verloren, ne? Wahrscheinlich. Na gut. Egal, ist nicht so schlimm. So, dann wollen wir das hier noch ein bisschen inken, dass es nicht ganz so leuchtet. So. Muss ich gerade gucken, wie rum. Ist ja auch alles eine Sache der Perspektive, ne? Steht da ja schon. Glaube, so ist gut. Obwohl, hier ist eigentlich schöner. Muss ich das nur ein bisschen kürzen hier. Sonst ein bisschen zu breit. Sieht dann nicht so schön aus. So. Einfach mal machen, ne? Ja, wenn man sonst nichts weiß, mit seiner Zeit anzufangen hier. Sichte. Ich würde jetzt viel lieber eure Sachen zusammenpacken. mal so eine reine technische Frage. Hättet ihr Interesse daran, mal so ein längeres Video vielleicht... Oder so ein Tagesvideo im Schnitt oder so, was ich so mache? Also so Behind-the-Scenes-mäßig. Habt ihr so an sowas Interesse oder ist das eher irrelevant? Ich weiß, dass manche sowas machen, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt was aufnehmen und euch damit zukaspern, wenn ihr da eigentlich gar nicht so das Interesse dran habt. Vielleicht reicht es euch ja auch einfach zu basteln mit mir. Ansonsten könnte ich euch ja mal so eine Arbeitswoche mitnehmen. Was da alles so anliegt oder anliegen kann. Ist natürlich ein bisschen manchmal durcheinander, aber so grundsätzlich. Könnt ihr mir gerne mal unten schreiben. Ups. Ich habe auch schon überlegt, eigentlich könnte ich sowas auch mal im
Podcast vielleicht auch mal bequatschen. Was so alles zu der Arbeit dazugehört. Vielleicht bist du ja jemand, der auch Interesse hat oder sich gerne selbstständig machen möchte und so überlegt, okay, wie ist das so? Ne? Oh, ich weiß nicht, ob das hält. Wir werden sehen. So, ich glaube, ich habe es fertig. Ich glaube, ich bin fertig. Das ist ja wunderprächtig. So, meine ganzen Sachen hier mal schön wieder eintüten, damit ich nicht gleich wieder alles suche. Zack. So, ihr lieben Leute von heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, trotz des jetzt, also es ist jetzt kein Thema, was ich jetzt hier erfunden hätte, ne? Gibt es ja sowieso schon nicht mehr irgendwas Neues. Das sind alles immer nur Sachen, die schon mal waren. Das ist aber okay, weil ich finde, also auch mir macht es dann immer wieder Spaß, das mal anders zu machen. Ja, so, jetzt machen wir hier einmal nochmal alles schön fürs Thumbnail, damit ihr das auch alles schön gleich sehen könnt. Damit ihr schon wisst, worum es geht in diesem Video. So, könnt ihr, seht ihr, habt ihr direkt hier so ein Behind the Scenes. Wie mache ich das eigentlich? Solche Sachen, ne? Meine ganzen Thumbnails hier immer. Die braucht man ja dann doch schon, ne? Mal. Und eins davon könnte ich ja dann auch so zum Beispiel in die Kamera halten und dann fotografieren. So zum Beispiel, ne? Also, danke fürs Zusehen und ich hoffe, ich habe euch nicht totgelangweilt und ihr habt jetzt ein bisschen Spaß, auch mal ein paar Labels zu machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe, tschüss!